The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Zeit der Sichtung. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Sobald die Kinder Gottes an der Stirn versiegelt sind, das ist kein äußerliches Siegel oder sichtbares Zeichen, sondern ein Verwurzeltsein in der Wahrheit, sowohl verstandesmäßig als auch geistlich, sodass sie nicht mehr erschüttert werden können. Sobald also Gottes Kinder versiegelt und auf die Sichtung vorbereitet sind, wird sie kommen. Sie hat sogar schon begonnen. Die Gerichte Gottes suchen bereits das Land heim, um uns zu warnen, damit wir wissen, was jetzt kommt. Die Tage nahen schnell heran, in denen große Ratlosigkeit und Verwirrung herrschen wird. Satan, in Engelsgewändern gekleidet, wird womöglich sogar die Auserwählten verführen. Es wird viele Götter und viele Herren geben. Alle möglichen Winde der Lehre werden blasen. Das Mahlzeichen des Tieres soll uns aufgedrängt werden. Menschen, die Schritt für Schritt weltlichen Forderungen entsprochen und sich weltlichen Sitten angepasst haben, wird es nicht schwerfallen, dem Druck der maßgeblichen Stellen nachzugeben, statt sich dem Hohn, der Beleidigung, angedrohter Verhaftung und sogar dem Tod auszusetzen. Der Kampf tobt zwischen den Geboten Gottes und den Geboten der Menschen. In dieser Zeit wird in der Gemeinde das Gold von den Schlacken getrennt. Wahre Frömmigkeit wird deutlich vom Schein und vom Rauschgold zu unterscheiden sein. So mancher Stern, den wir wegen seiner Leuchtkraft bewundert haben, wird dann verlöschen. Wie eine Wolke wird Spreu vom Wind weggetragen werden. Sogar von Stellen, an denen wir nur Flächen voller reichen Weizens wahrnehmen. Alle, die den Schmuck des Heiligtums tragen, aber nicht mit Christi Gerechtigkeit bekleidet sind, werden dann zu ihrer eigenen Schande nackt dastehen. Doch es gibt Menschen, die die Wahrheit annehmen werden. Und diese werden die Plätze derer einnehmen, die Anstoß nehmen und der Wahrheit den Rücken kehren. Menschen von echter christlicher Grundsatztreue werden an ihre Stelle treten und werden treue, vertrauenswürdige Haushalter, um das Wort Gottes in seiner wahren Tragweite und in seiner Schlichtheit zu verteidigen. Der Herr wird bewirken, dass die Unzuverlässigen und Unzufriedenen von den Treuen und Loyalen getrennt werden. Die Reihen werden nicht gelichtet. Feste und treue Menschen füllen die Lücken, die durch solche entstanden sind, die Anstoß genommen haben und abfielen. The Lord is coming. Are you